Weil meine fucking Schwester sich gerade einfach denkt, nee, perfick dich. Es tut mir wirklich einfach so leid für euch, dass ich kündige euch. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ich bin gerade dezent abgefuckt, ich bin auf dem Teamspeak gerade gejoint und habe mich gerade 10 Minuten lang, glaube ich, über eine ganz gewisse Person in meinem Leben aufgeregt, über die ich mich jetzt hier, nicht wundern Leute, es wird ein kleines, nicht Ansage-Video, ein kleines Rage-Video, über die ich mich hier jetzt auch wieder aufregen werde. Und mein scheiß Kabel von meinem Drecks fucking Maus denkt sich einfach die ganze Zeit, es muss wegrutschen. Ist übrigens meine erste Runde heute, Leute. Ich hoffe, euch stört das nicht zu doll. Es ist, wie gesagt, eher ein Commentary-Video. Wie ihr an meiner Videoqualität seht, es laggt, Leute. Ich habe mir gerade mein Video am Handy angeguckt und holy shit. Mir ist gerade wieder aufgefallen, wie schlecht meine Videoqualität ist. Wie schlecht sie eigentlich ist. Und ich kann euch auch den Grund dafür sagen, Leute. Ich war gerade Kontoauszüge holen, ich habe Geld eingezahlt und ich habe jetzt... Eigentlich, Leute, hätte ich das ganze Geld für meinen neuen PC zusammen. Könnt ihn heute bestellen, dann wäre er Samstag nämlich da. Ihr seht das Video sogar am Montag darauf, also ich meine, letzten Samstag wäre der PC da gewesen. Ich hätte alles einrichten können, es wäre mega entspannt gewesen. Sonntag hätte ich direkt ein Video damit aufnehmen können. Alles wäre, es wäre einfach gechillt, mein Leben wäre entspannt. Wisst ihr, was ich meine? Ihr hättet eine super neue Videoqualität gehabt, nichts würde lecken, es würde nicht so ruckeln, wie es gerade ruckelt. Alter, holy shit, vergleichbar meine Videos mit anderen Videos. Das ist unanguckbar, was ihr hier seht. Und auf jeden Fall sieht es halt einfach so aus, dass... ich diese neue Videoqualität schon lange hätte meine Schwester sich nicht 200 Euro von mir geliehen. Leute, eigentlich, wie gesagt, mein neuer PC kostet 650 Euro und ich hätte eigentlich jetzt schon so die 650 perfekt zusammen, dass ich heute hätte meinen PC bestellen können, direkt, und dann wäre Samstag hier gewesen. Letzten Samstag für euch. Problem ist halt, mir fehlen 200 Euro, weil meine Schwester sich vor 4,5 Wochen, das müsst ihr euch nehmen, vor 4,5 Wochen hat meine Schwester sich 200 Euro geliehen. Und diese 200 Euro habe ich immer noch nicht wieder. Ich habe sie nicht hier, ich habe sie nicht zu Hause. Und das ganz große Problem daran ist, dass dieses Geld jetzt fehlt. Ich habe es nicht. Ich könnte es mir heute bestellen, aber ich habe es nicht. Und so wie ich meine Schwester kenne, bekomme ich es in den nächsten 3 Tagen auch nicht. Wisst ihr, was mich daran am meisten ankotzt? Ich verspreche euch, seit Wochen sage ich, yo, neue Videoqualität, bald neue Grafikkarte. Grafikkarte ging schief, hat nicht funktioniert. Da kann ich leider auch nichts für. Seit Wochen erzähle ich euch, yo, neuer PC, dann ist alles so flüssig, es wird alles übelst cool. Und jetzt muss ich hier ein Mini-Mi-Video machen und gegen Bow-Spammer spielen, weil es einfach heißt, nee, Per, du kannst dir keinen neuen PC kaufen, weil deine Schwester sich denkt, nö, du kriegst das Geld nicht wieder und deswegen müsst ihr euch diese Ruckel-Videos angucken und ich muss mir Sorgen machen, dass eure Augen gefühlt kaputt gehen, weil es einfach wehtut irgendwann in den Augen, weil es so, es sind zwar 60 FPS, aber es ruckelt so komisch. Merkt ihr das? Das ist so scheiße, es ist einfach Abfall. Es kotzt mich so an, dass vor allem für euch, es tut mir leid für euch, Alter. Ihr guckt, wisst ihr, es sind wahrscheinlich so ziemlich immer die gleichen Zuschauer, die meine Videos gucken, da meine Videos, meine Klicks nicht ultra steigen. Und das Ding ist, es tut mir so leid für euch, weil es sind immer wahrscheinlich die gleichen Leute, die Videos gucken. Und euch fällt immer wieder auf, yo, deine Qualität hat sich ja immer noch nicht gebessert, wir lächeln. Was geht denn da ab? Und jetzt muss ich euch wieder erzählen, dass es wahrscheinlich die nächsten 2 Videos oder so auch noch bleibt, weil ich es nicht ändern kann. Es tut mir so leid, Leute. Mann, das kotzt mich so an. Ich könnte mich darüber wirklich aufregen. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt so toxisch bin im Video. Aber ich muss jetzt meine Wut ablassen. Und ich dachte mir gerade, wenn ich das jetzt nicht so rauslasse, frisch, wisst ihr, wie ich meine? Dann wird diese Realheit, die ich jetzt hier gerade reinstecke, wie ich mich hier gerade aufrege, die ist dann halt nicht mehr da. Und das wollte ich einfach nicht. Ich will euch das jetzt so schildern, wie es wirklich ist. Und wie gesagt, mir fehlen wirklich diese fucking 200 Euro. Deswegen kann ich mir meinen neuen PC nicht kaufen. Und deswegen ist diese Videoqualität so scheiße, wie sie jetzt ist. Deswegen kann ich Projekte nicht umsetzen, die ich machen will. Deswegen stockt gerade alles. Ich habe manchmal Stunden, das seht ihr auch auf Instagram übrigens, heißt ich @Velation, halte ich euch immer auf dem Laufenden. Ich habe Videorender für 13 Minuten Video ohne viele Effekte, brauche ich 5 Stunden habe ich gebraucht für so ein fucking 16 Minuten Video, wo keine Special Effects oder sonst was drin sind, sondern einfach wirklich nur 16 Minuten pures Gelaber, wo keine Effekte drauf sind, keine besonderen Schnitte, nichts, da ist einfach alles normal und ich habe 6 Stunden für den Render gebraucht. Mit dem neuen PC bräuchte ich vielleicht 6 Minuten, wisst ihr, und ich habe jetzt bald wieder Schulanfang, Leute, ich habe ab nächste Woche wieder Schulanfang, deswegen ist mir das auch so wichtig. Ich kann dann nächste Woche nicht mehr Videos produzieren und sagen, yo, ich rendere das jetzt 6 Stunden, das geht nicht mehr, wenn ich wieder Schulzeit habe, ich mache bald meine 10. Klasse, Abschluss, ja, da muss ich ein bisschen wenigstens da sein für die Schule, da kann ich nicht mehr 6 Stunden rendern, das geht halt einfach nicht, wisst ihr, was ich meine? Und das kotzt mich so an gerade, dass ich wirklich einfach diese Möglichkeit aktiv
kreative, flüssige, schöne, clean Videos zu bringen, Projekte mit euch zu machen, Streams zu machen, die super laufen. Das geht alles nicht momentan. Einfach nur, weil meine Schwester es nicht hinbekommt. Oh, wo Huni will auch Aufmerksamkeit. Einfach nur, weil meine Schwester es nicht hinbekommt. Wuffi, Ruhe bitte unten. Ich muss mich hier unten oben gerade ein bisschen aufregen. Ich mach kurz mein Fenster zu. Einfach nur, weil meine fucking Schwester es nicht hinbekommt, mir mein scheiß Geld wiederzugeben, dass ich mir diesen Shit einfach kaufen kann, wisst ihr? Wären es 2000 Euro, würde ich es verstehen. Aber das sind 200 Euro, die verdient gut Kohle, Leute, das kann ich euch sagen. Und 200 Euro sind nicht so viel für die, wie es für mich gerade ist, wisst ihr, was ich meine? Das ist scheiße, es ist einfach Abfall. Ich könnte aktive Streams bringen, Leute. Ich könnte euch immer auf dem Laufenden halten. Ihr würdet nicht mehr diese Ranzquali sehen. Ich könnte euch besseres Gameplay bieten, weil mein Ingame auch viel flüssiger, cleaner laufen würde. Es wäre nicht so ruckelig. Ingame, müsst ihr euch vorstellen, sieht es für mich genauso aus, wie es auf der Aufnahme gerade auch ist. Es ruckelt so ein Stück. Es ist nicht so flüssig, wenn ich mich bewege. Es ist so, wenn ich mich bewege. Wisst ihr, was ich meine? Mann, es tut mir einfach nur ultra leid und sorry nochmal wirklich an euch, Leute, dass ich euch seit Wochen was ankündige, was ich nicht umsetzen kann, weil meine fucking Schwester sich gerade einfach denkt, nee, perfekt dich. Es tut mir wirklich einfach so leid für euch, dass ich kündige euch monatelang was an. Ich sag die ganze Zeit, yo, bessere Videoqualität, flüssiger, freut euch drauf. Ich bin so hyped, ich freue mich da selber auch drauf, wisst ihr? Und dann funktioniert das einfach nicht. Wisst ihr, wie mich das als YouTuber, als Creator, der Videos bringen will, der daran Spaß hat, was sein Hobby ist? Das ist wie, als würdet ihr ein Hobby ausüben, ihr wollt Fußball spielen und ihr habt keinen Fußball. Ihr habt nichts, was in der Art von einem Fußball ist. Wisst ihr, was ich meine? So ist das für mich gerade. Und das tut mir so scheiße leid für euch. Das regt mich einfach nur todes auf. Das ist für einen Content-Creator, der einfach Videos machen will, der Bock darauf hat, so ein ätzendes, dreckiges Gefühl, wenn du einfach nicht das machen kannst, worauf du so Bock hast, weil dir einfach das Equipment fehlt, aber nicht, weil du einfach selbst zu dumm bist, Kohle zu verdienen und einfach vielleicht nicht genug im Real Life dafür schuftest oder so, sondern einfach nur, weil deine Mitmenschen, die Menschen, die du lieben solltest, dir das Geld einfach nehmen und damit für sich selbst was machen, obwohl sie es dir schon lange wiedergeben könnten. Das ist so eine Rotze. Wisst ihr, wäre sie ein absoluten Geldproblem, dann würde ich es gerne für meine Sister machen. Das ist kein Problem, aber ich weiß, dass sie gut Geld verdient. Leute, es ist nicht so, dass sie, oh scheiße, dass sie übelst wenig verdient oder dass sie am Hungersnot ist oder so. Nein, nein, ist es eben nicht und das kotzt mich ja am meisten daran an, wisst ihr? Leute, ich gehe Zeitungen austragen. Ich habe fast einen Ferienjob gemacht, habe ich am Ende abgesagt, aber ich habe mich um einen Ferienjob gekümmert, den ich in den nächsten Ferien auch machen werde, um Geld zu verdienen, um mir eben sowas Neues wie den neuen PC leisten zu können. Ich gehe Zeitungen jeden Samstag austragen dafür und das am Ende dafür, dass ich euch Sachen ankündigen muss, die ich nicht umsetzen kann, weil das Geld, was ich verdiene, was ich mit, Alter, mein Hund, sei einfach leise bitte, weil das Geld, was ich mit meinen eigenen Händen im Prinzip verdiene, halt einfach nicht ankommt, weil es mir einfach genommen wird, wisst ihr, was ich meine? Und das regt mich so auf, vor allem, wie gesagt, ich denke an euch, Leute. Ich denke mir die ganze Zeit, wie ist es denn für mich als Zuschauer, wenn der YouTuber mir durchgehend Sachen ankündigt und die einfach nicht passieren? Die kommen einfach nicht. Und ich hoffe, man hört meinen Hund wirklich nicht so doll, wie ich ihn gerade höre. Und ja, Leute, ich spiele jetzt so eklig einfach, weil ich keinen Bock habe, die Runde hier zu verlieren und das Video am Ende nicht hochzuladen, weil ich es irgendwie kacke finde oder so. Ich will einfach, dass es real bleibt. Ich will, dass ihr meine Emotionen und meine Gedanken, die ich gerade auch in diesem scheiß Moment habe, wisst und dass ihr wisst, wie ich darüber denke. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen Bock, euch am Ende mich zu beruhigen und euch am Ende irgendwie eine Scheiße zu erzählen oder so und nicht so zu reden, wie ich wirklich darüber denke, sondern ich will euch jetzt hier gleich direkt erzählen, wie ich darüber denke, was ich davon halte und wie meine Lage gerade ist. Und ich hoffe wirklich, ihr versteht mich da so ein bisschen. Es tut mir wirklich leid für euch, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video auch mit Hundebellen gefallen. Es tut mir wirklich übelst leid und ich hoffe, es geht in Zukunft besser und auch weiter. Ich halte euch auf den Laufenden und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.